Nun, hast du die Hirsche erlegt? Hier sind die Geweihe. Sind sie dir prächtig genug? Das sind sie. Dann habe ich deinen Segen? Den hast du. Hier. Nimm dieses Relikt als Zeichen meines Einverständnisses. Was ist das für ein Relikt? Mein Großvater hat es vor vielen Jahren von Argan hierher gebracht. Dort soll es noch viele solche Relikte geben. Der sie alle findet, wird Ruhm und Reichtum ernten. Mein Großvater hat immer gegrinst, wenn er davon erzählt hat. Warum? Nun, keinem wird es je gelingen, alle Relikte auf Argan zu finden. Eins ist schließlich hier, auf Fischir. Aber gut, bevor ich es vergesse, eins musst du noch tun. Noch eine Prüfung? Keine Prüfung, mein Sohn. Du brauchst einen Verlobungsarmreif für Ivy. Und ihre Einwilligung. Einen Armreif? Kann er mir weiterhelfen? Tu das, mein Sohn. Und? Hat Groma endlich eingewilligt? Ja, gerade eben. Na, dann gratuliere ich dir. Jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber ich kann mir keinen leisten. Red doch mal mit Oruk. Der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden. Wenn er ihn dir gibt, mache ich dir einen Armreif. Das würdest du tun? Klar, wir sind doch Freunde. Tag, Hirte! Ach, Hirte! Hast du das Schiff draußen auf dem Meer auch gesehen? Wird Fähren sein, Hirte. Kommt mit frischer Ware. Wird Zeit. Halvin fürchtet, es könnte ein Kriegsschiff von Robert dem Dritten sein, dem König von Myrtana. Kein Kriegsschiff. Krieg ist auf Argan. Weit weg. Sag mal, Uruk, du hast doch Bernstein am Strand gefunden. Ja, Hirte. Schönen Bernstein. Würdest du ihn mir geben? Zum Anschauen? Nein, zum Behalten. Ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy. Uruk ist Diener und Händler. Und? Der Händler will Gold. Ich hab keins. Der Diener will Herr sein. Wie meinst du das? Der Hirte wird...